und das Kalenderblatt zum besten Radsportler aller Zeiten. Und wir meinen jetzt an dieser Stelle nicht Täwe Schur, mit Verlaub. Täwe Schur wurde auch geschlagen von einem jungen Eddie Merckx. Eddie Merckx, der legendäre belgische Radsportheld, dreimal Weltmeister, fünfmal Sieger bei der Tour de France, fünfmal Sieger beim Giro d'Italia, die Italien-Rundfahrt, die er erstmals heute vor 50 Jahren am 12. Juni 1968 gewinnen konnte. Das war sein Durchbruch bei den Profis. Und dann gab es eine lange Zeit der Dominanz des Eddie Merckx und deshalb hat er auch einen grausigen Beinamen erhalten. Alles mehr auch zur Entwicklung der Sportberichterstattung im Kalenderblatt. 3.913 Kilometer beträgt die Gesamtdistanz des diesjährigen 51. Giro. Und von diesen 3.913 Kilometer sind 15 Etappen, also praktisch zwei Drittel, beendet und absolviert. Und nach der Etappe Ravenna-Imola liegt immer noch Weltmeister Eddie Merckx mit 3 Minuten 43 Sekunden vor seinem Stallkameraden Vittorio Adorni. Juni 1968. Bei der Radrundfahrt Giro d'Italia dominiert bisher nur einer, Eddie Merckx. Der Reporter und sein Radsportexperte Rudi Altig sind sich aber noch nicht sicher, ob der knapp 23-Jährige wirklich die große Italien-Tour gewinnen kann. Giro, die ist ja erst in Neapel zu Ende und es sind noch schwere Etappen dahin. Und dazu kommt, wenn es sehr, sehr heiß wird, ja, ich glaube, Merckx kann die Hitze nicht so vertragen, dass sich dann noch was im Gesamtklassement ändern kann. Ja. Am Ende gewinnt Merckx den Giro 1968 vor den Italienern Adorni und Gimondi. Sein Durchbruch als Profi und der Beginn einer beispiellosen Ära. Mit 3 bekommt der Sohn eines Lebensmittelhändlers aus der Nähe von Brüssel sein erstes Rad. Mit 16 fährt Merckx heimlich sein erstes Rennen. Mit 19 wird er 1964 der bis dato jüngste Straßenradweltmeister bei den Amateuren. Wenig später wechselt er zu den Profis und beginnt dort seine Siegestour. 1969, ein Jahr nach seinem Triumph bei Giro, gewinnt Merckx auch die Tour de France. Was für ein Mann! Eddie Merckx, der 24-jährige Ex-Weltmeister aus Belgien, der vollkommen neue Maßstäbe bei einer Tour de France gesetzt hat. Alle verblassen gegen ihn. Mit diesem ersten Sieg bei der Tour de France erfüllt sich ein Kindheitstraum, erzählt Merckx später. Er wird vom belgischen König empfangen und auf den Straßen von Zehntausenden gefeiert. Das war natürlich eine Riesenfreude. Du fährst ins Ziel ein und 30.000 Leute kennen plötzlich deinen Vornamen. Das sind Momente, die du niemals vergisst. Damals ist die Begeisterung noch weitgehend ungebremst von flächendeckenden Dopingvorwürfen, derer sich auch Merckx erwehren muss. Radfahrer gelten als Pedalritter, Helden der Straße. Und Merckx ist der Superstar zwischen 1968 und 75. Furchterregend für seine Konkurrenten. Deshalb wohl der heute ein wenig irritierende Beiname Kannibale. Ich glaube, ich habe diesen Namen, weil ich so viele Rennen gewonnen habe. Klassiker und Etappenrennen. Da habe ich meinen Gegner nichts geschenkt und für sie blieb nichts übrig. Deswegen ist der Name sicher nicht sehr böse gemeint. Was zählte, war einfach, der Beste seiner Epoche zu sein. Und das war Merckx. Viele halten ihn gar für den größten Radsportler aller Zeiten. Er gewann in seiner Laufbahn über 600 Rennen, davon 445 als Profi. 1978 sagt Merckx dem Rennsport Ade. Allerdings, Merckx fällt in ein Loch, kämpft statt gegen die Konkurrenz gegen Depressionen. Mit Hilfe seiner Frau Claudine schafft Merckx den Weg aus der Krise und den Umstieg in die Geschäftswelt. Nahe Brüssel baut er eine Fabrik auf, in der superleichte Fahrräder hergestellt werden. Sein berühmter Name als zugkräftige Marke, Eddie Merckx. Die Radsportlegende, der belgische Sportler des Jahrhunderts, der vor 50 Jahren erstmals eine große Rundfahrt, den Giro d'Italia, gewinnen konnte und dann bis 75 kaum zu schlagen war.